Podium FIFA im Wandel, Sein oder Schein. Ich bin Fabienne Wittmer und bei Solidar Swiss zuständig für die Kampagne für faire Weltmeisterschaften. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Andrea Zellhuber. Ich arbeite bei Terre des Hommes Schweiz und wir setzen uns ebenfalls kritisch mit sportlichen Großveranstaltungen auseinander. Terre des Hommes Schweiz und Solidar Swiss haben gemeinsam diese Veranstaltung organisiert, denn wir stellen uns beide Organisationen die gleichen Fragen. Solidar Swiss befasst sich seit Jahren mit den Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten in den Austragungsländern der Fußballweltmeisterschaften und fordert die FIFA hartnäckig dazu auf, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Themen hierbei sind die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen sowie Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen von Straßenhändlerinnen. Terre des Hommes Schweiz beschäftigt sich seit 2010 mit den Menschenrechtsverletzungen im Kontext von sportlichen Großveranstaltungen seit der WM 2010 in Südafrika, und 2014 haben wir sehr intensiv die Weltmeisterschaft in Brasilien begleitet und dort Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen, Polizeigewalt dokumentiert und dabei uns besonders mit der Frage der Kinderrechte beschäftigt. Wir haben eine Kampagne Children Win, die spezifisch die Frage von Verletzung von Kinderrechten im Kontext von sportlichen Großveranstaltungen thematisiert und öffentlich macht. In der Analyse, was das Erbe der WM in Brasilien für das Land und die Bevölkerung brachte, zogen unsere beiden Organisationen dasselbe Fazit. Die teuerste WM aller Zeiten war getrübt von Menschenrechtsverletzungen und Vertreibungen. Gewinnerin war einzig die FIFA. Die FIFA hat den Hauptsitz in der Schweiz und ist als Verein registriert. Das wirft die Frage auf, wie können Schweizer Behörden und Organisationen auf die FIFA Einfluss nehmen? Ja, das EDA ist ja inzwischen auch sehr engagiert in der Thematik Sportgroßanlässe und Menschenrechte. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Das EDA finanziert eine neuartige Plattform zum Thema Sportanlässe und Menschenrechte. Und an diesem neuartigen Gremium ist auch neben Vertretern der Schweiz staatliche Vertreter der USA beteiligt, auch internationale Gewerkschaftsorganisationen, sogar auch Sponsoren, die sich an diesem Gremium beteiligen, und eben auch NGOs und unter anderem auch Terre des Hommes. Und auch bei der FIFA nehmen wir sehr viele Veränderungen und sehr interessante Entwicklungen wahr. Seit der Präsident Infantino im Amt ist, hat die FIFA ihre Statuten geändert im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, und auch im Artikel 3 der neuen FIFA-Statuten werden Menschenrechte sehr stark betont. Im Artikel 3 ist ein klares Bekenntnis zum Schutz von Menschenrechten erwähnt. Ja, und auch die neue Strategie FIFA 2.0 verspricht grundlegende Veränderungen punkto Einhaltung der Menschenrechte. Und der Bericht des renommierten Menschenrechtsprofessors John Ruggie empfiehlt die Schaffung eines externen Beratungsgremiums zu Menschenrechtsfragen. Ja, und für dieses Gremium wurden auch schon externe Experten im Bereich Menschenrechte und Arbeitsrechte angefragt. Unter anderem auch der Generalsekretär des Internationalen Dachverbands der Terre des Hommes Organisationen, Ignacio Paca. Er hat auch diese Einladung auf persönlicher Basis und als freiwilliges Commitment angenommen. Ja, und diese Bekenntnisse und neuen Entwicklungen lassen darauf hoffen, dass die Fußball-WM dereinst doch noch ein Fest für alle wird. Ob es bei der FIFA bei den guten Absichten bleibt oder tatsächlich markante Verbesserungen aufgenommen werden, wird sich zeigen. Ja, genau, jetzt müssen Taten folgen. Und deswegen freuen es uns besonders, dass wir Sie heute hier alle so zahlreich begrüßen können und mit Ihnen zusammen genau diese neuen Entwicklungen vertieft diskutieren können. Begrüßen Sie mit uns unsere Gäste. Zuerst wollen wir aufs Podium bitten den Moderator Philipp Sommer. Er ist FIFA-Experte bei der ARD und hat auch schon viele Dokumentarfilme zur FIFA gemacht. Er wird uns heute durch den Abend führen. Als nächstes möchte ich begrüßen Professor Jean-Louis Chapelet von der Universität Lausanne. Applaus
weiterhin Alex Kunze vom Nationalen Kontaktpunkt zur Einhaltung der OECD-Richtlinien. Wir werden später noch mehr erfahren, worum es sich dabei genau handelt. Begrüßen Sie mit mir Minli Marti, SP-Nationalrätin. Wir haben hier auch, genau. Und Federico Adiecki von der FIFA. Herr Adiecki und Herr Schappele werden Englisch sprechen. Wir haben eine Simultanübersetzung organisiert. Falls noch jemand einen Kopfhörer braucht, hat es dort auf der Seite noch mehr. Und ansonsten übergebe ich das Wort gerne Herrn Sommer. Viel Vergnügen. Ja, schönen guten Abend auch nochmal von mir. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir freuen uns auf eine ganz interessante Veranstaltung. Und ich möchte unsere Diskutanten, die hochkarätig sind, nochmal vorstellen und auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Natürlich fangen wir, Ladies first, mit der Dame an. Minli Marti sitzt im Nationalrat für die SP, ist in der Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur und auch Chefredaktorin der Wochenzeitung PS. Und sie sagt, es braucht viel, um das Vertrauen in die FIFA wiederherzustellen. Wir springen ganz ans Ende, und zwar zu Alex Kunze, nationaler Kontaktpunkt, da ist er, für die Einhaltung der Leitlinien der OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sind wir ganz gespannt, was das nachher auf sich hat, werden Sie uns gleich erklären. Und seit 2015 bearbeitet er eine Eingabe der Internationalen Baugewerkschaft, die sich gegen die Arbeitsbedingungen in Katar bei den WM-Baustellen richtet. Alex Kunze sagt aus seiner Erfahrung, für Firmen, aber auch Verbände wird die Einhaltung von Leitlinien zu Ethik und Menschenrechten immer wichtiger. Wir wandern zurück zu Federico Adiecki. Bei der FIFA ist er Leiter Sustainability und Diversity, Nachhaltigkeit und Vielfalt. Seit 2003 beschäftigt er sich bei der FIFA mit diesem Thema der Nachhaltigkeit, hat die Abteilung eigentlich auch aufgebaut und hat viel erlebt in dieser Zeit. Er sagt, die FIFA muss als Organisation besser werden und das geht nur mit Nachhaltigkeit. Begrüßen Sie mit mir Jean-Louis Chapelet, Professor für Public Management an der Uni in Lausanne, hat den ersten Kurs für Sportmanagement ins Leben gerufen, schon vor 22 Jahren, das ist eine Ewigkeit her, und hat schon viel publiziert zum Thema Governance, zum Thema Nachhaltigkeit, und er war auch CEO für die Olympiabewerbung von Sion im Jahr 2006. Und er sagt, wenn man Nachhaltigkeit und Wahrung der Menschenrechte wirklich will, muss man die Gastgeberländer gewissenhafter aussuchen. Ja, Frau Marti, irgendwas? Koppelt zurück, es ist vorbei, war ein Handy. Frau Marti, was hat denn Ihr Vertrauen in die FIFA so nachhaltig erschüttert? Gut, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Alle haben die Geschichten gelesen, die Bilder gesehen, die verhafteten Funktionäre, die Korruptionsvorwürfe. Das ist das eine, was die FIFA betrifft. Das andere ist diese kritische Diskussion rund um die Großveranstaltungen. Die Fabienne Wittmer hat das angesprochen, die WM in Brasilien, die ein zwiespältiges Erbe hinterlässt, die auch sehr kontrovers diskutiert wurde im Land selber. Also das sind so diese beiden Bausteine, einerseits die FIFA selber, andererseits die zunehmend kritische Betrachtung von diesen Sportgroßanlässen, die halt ein bisschen das Vertrauen in die FIFA erschüttert haben. Und jetzt ist die Frage, was macht die FIFA, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen? Ja, was macht die FIFA, um das Vertrauen zurückzugewinnen? Da möchte ich zuerst zu Alex Kunze geben, denn der hat einen ganz interessanten Fall auf den Schreibtisch bekommen. Alex Kunze, das müssen wir zuerst mal klären, er ist vom NKP, dem Nationalen Kontaktpunkt zur Einhaltung der OECD-Leitlinien. Das müssen Sie uns jetzt mal kurz erklären, Herr Kunze. Ja, besten Dank. Also ich habe schon zweimal gehört, dass der Name relativ kompliziert ist und ich bin wirklich sehr froh, dass ich das ganz kurz erklären kann.
Unsere Grundlage ist dieses kleine Buch, das sind die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Ganz einfach gesagt, das ist ein Verhaltenskodex, wie sich Unternehmen verhalten betreffend fairen Arbeitsbedingungen, Umwelt, Umweltschutz, Menschenrechte, Achtung der Menschenrechte. Es gibt noch weitere Themen drin. Das sind ein internationales Instrument und jedes OECD-Land plus weitere Unterzeichnerstaaten und insgesamt etwa 50 müssen einen NKP, einen nationalen Kontaktpunkt einrichten. Der ist, also ich arbeite für diesen NKP, wir sind das Sekretariat beim SECO angesiedelt, das ist der Staatssekretär für Wirtschaft. Die Fallbearbeitung ist aber interdepartemental, also mit, auch mit dem EDA zusammen und mit anderen Ämtern. Und unser Advisory Board, da sitzen die Gewerkschaften, da sitzen die NGO, Allianz Süd zum Beispiel und die Wirtschaftsdachverbände etc. Wenn bei uns eine Eingabe gemacht wird, und wir kommen, glaube ich, nachher darauf zurückzusprechen, dann analysieren wir diese Eingabe und wenn wir finden, ja, unsere Kriterien sind erfüllt, dann bieten wir eine Mediation an. Mediation ist sicher allen bekannt, also das ist ein allparteilicher Mediator oder eine Mediatorin, die die Gespräche leitet, aber die Parteien müssen Lösungen finden für ihre Probleme, also zukunftsgerichtete Lösungen. Soll ich es noch so lassen für den Moment? Ja, wunderbar. Aber ich muss gleich anknüpfen, weil die FIFA hat es auf ihren Schreibtisch geschafft. Es gab diese Eingabe der Internationalen Baugewerkschaft, über die wir nachher in der Tiefe nochmal sprechen wollen, aber ausgehend von Weltmeisterschaften, wo es ums Geld geht oder auch nicht, oder nur um den Fußball, mussten Sie für einen speziellen Fall, das muss man sagen, eine Entscheidung treffen. Wie war die, Herr Kunze? Also wir sind auf diesen Fall eingetreten, aber das war eine sehr langer Entscheidungsprozess und da war vor allem auch unsere Advisory Board eigentlich hat uns gesagt, wie wir da entscheiden sollen. Und die Grundlage ist folgendermaßen, also ich will jetzt nicht auf alle normalen Kriterien eingehen, aber das Wichtige war dann die Anwendbarkeit der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen auf die FIFA und man hat gesagt, man schaut das von Fall zu Fall an und man schaut die Tätigkeiten an, die kritisiert werden. Und in diesem Fall, und man schaut, ob die kommerzieller Art sind. Und in diesem Fall ging es ja um die Ausschreibung der WM in Katar 2022. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass eben der ganze Bidding-Prozess etc., dass das durchaus kommerzielle Aktivitäten sind. Das hat einen Ausschlag gegeben. Kommerz, das ist ja immer der Begriff, den viele mit der FIFA assoziieren, Kommerz, die FIFA als Geldmaschine. Ich muss da immer an einen, Herr Adjeki, an einen Auftritt von Herrn Blatter denken, den ich sehr bemerkenswert fand, der vor einigen Jahren, als er noch Ihr Präsident war, wenn man so sagen möchte, oder FIFA-Präsident war, bei der Oxford Union vorgeladen war und dort als Gastredner auftreten durfte, also bei der Elite-Universität in Harvard. Und da hat er gesagt, "You think you know who I am, what FIFA is, what it does, a faceless machine, printing money at the expense of the beautiful game. With me pulling the strings, counting money and laughing all the way to the bank. It's not exactly like that," hat Sepp Blatter gesagt. Viele glauben das doch. Wie ist denn Ihre Erfahrung, Herr Adjeki? First of all, let me thank everyone, in particular Solidar Suisse and Talisman for the invitation. Usually when it comes to this type of discussions around FIFA, FIFA is not in the room. So this is a good opportunity for our organization as well to present our point of view and try to explain the hard work that is going on, in particular in connection with all the efforts in our sustainability strategy, in connection with our events, in connection with human rights, labor rights, and a series of topics related to this. We were talking before about the trust in the future of FIFA, and the first statement that we hear is from the former president, who is no longer here, and who, as well, was one of the reasons why we are in the current situation with a lack of trust. So I would like not to respond to that question, I would like not to talk about that past, but I would like to talk about what is the present, and in particular, if we go to the past and talk about what were the steps that brought us to the point where we are here in our work towards respect and protection of human rights in connection with our events and our own activities. So if you allow me to not get into that, to responding that point that you made or that statement that you made from the former president, I would like to focus more on what's the current work that we're doing and see if whatever we're doing, which we believe is state of the art, which we believe is the work of the leading sport organization in connection with the integration of human rights and sustainability aspects in our activities and in particular with
an event like the FIFA World Cup, then led to everyone in the room, including yourself, to judge if this is something which is going into the right direction. Our intention is not that of primarily of regaining the trust of those who are certainly disappointed about FIFA, very disappointed. I can tell you as well that within our own organization and within the new FIFA, there's a lot of people who, including our ourselves, the staff, that are extremely disappointed of what happened in the past couple of years, before this new start. And it's a shame, but we cannot go back. So what we have to do, some of the decisions of the past, try to work on them in order to improve the way that we handle our events, our activities at FIFA. Herr Dirk, ich möchte natürlich auch nicht auf der Vergangenheit nur rumreiten, darum geht es nicht, aber Sie müssen diese Vergangenheit ja auch noch bewältigen. Ich sage Russland, ich sage Katar, das sind Entscheidungen, die unter Blatter gefallen sind, wo es vielleicht um Schadensbegrenzung geht. Wenn Sie zurückschauen, und ich will tatsächlich noch einmal zurückschauen, wir werden auch ganz schnell nach vorne schauen. Seit 2003 sind Sie in dem Thema involviert. Also ich stelle mir vor, wenn man dann Entscheidungen des Exco sieht, Katar, Russland, Südafrika, wo man weiß, das wird ganz schwer mit der Nachhaltigkeit, hat man da manchmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? We know it's going to be, if you work in sustainability, it's always difficult. There's no one who calls you in and says, we want to be more sustainable, please help us, this is great, this is the most important thing for our organization, this is the most important thing for a FIFA World Cup, certainly not. So the challenge is there, it's a permanent challenge that we face, and it's not just us in the sustainability department at FIFA who are facing it, anyone working in the sustainability field, and also the civil society organizations who are fighting against many injustices in our world, have a hard time. This is a fact. But that doesn't mean that you cannot take that challenge and try to turn it into the best that you can do. Yes, we have to deal with decisions that were made going into certain countries. Every country is different. Every country has its own challenges, but that doesn't mean that you cannot use the power of the World Cup in order to maximize the positive impact that the World Cup can have on that country or on certain topics and minimize the negative impact that it has. That's our role, and that's how we take it. We don't make the decisions, we try to live with them. You mentioned Qatar and Russia, these decisions were made in 2010. The UN Guiding Principles of Business and Human Rights were only completed in 2011. So it was, of course, impossible to use the UN Guiding Principles in the bidding process for 2010 because they simply did not exist. So what do? You're always running against time. This process is the life cycle of an event is always very long. The FIFA World Cup, it takes 6, 7, 8, 10, 12 years, like in the case of Qatar. So international standards that are developed in that period, you have to start somehow adopting them, although you don't have them included in the bidding process and as a contractual obligation for the host country. Absolut richtig, dass die Leitlinien später kamen. Auf der anderen Seite, Herr Jecki, auch 2010 hätte man mit ein bisschen Recherche einige Dinge rausfinden können im Vorfeld, wenn man denn gewollt hätte, was in Katar los ist, was in Russland los ist. Das ist sicher auch unbestritten. Herr Schappele, Sie verfolgen das Thema Nachhaltigkeit seit langem, nicht nur bei der FIFA, aber auch bei der FIFA, bei großen Sportevents. Wenn Sie die letzten World Cups angucken, die letzten Fußball-Weltmeisterschaften, Skala 1 bis 10, wie würden Sie es bewerten in puncto Nachhaltigkeit? Oh, well, I'm not an expert on sustainability, but then I wouldn't judge the work done by my colleague, but of course I remember this decision in 2010, and the decisions before, clearly this is a past, but it was possible to know that Qatar was not a perfect country, and neither Russia. Sorry, müssen anmachen, glaube ich. Ah, it doesn't work? Yeah, it's there. Genau. Sorry. So. Is it okay? It's too it's much on. Now. Yeah, so certainly this is at the bidding stage that this sports organization should act and should take decisions, good decisions. But of course, it depends on who is bidding. To take another example, when you have Almaty in Kazakhstan and Beijing in China bidding for the 2022 Winter Olympics, you have only two choices. And these two choices are not what they should be, maybe. And
For example, St. Moritz didn't want to bid for 2022. So it leaves the IOC with only two choices. I think it was a bit the same for FIFA in many cases, like for South Africa, there was a choice between Morocco, South Africa, and Nigeria. Well, yeah, and in the end it was South Africa, yeah, but it was a difficult choice anyhow, because FIFA wanted to go to Africa for 2010. So what I'm saying is that decisions should be reflected upon by the sports organization at the bidding stage. After the event has been attributed, it's very difficult to go back, because it's not only a question of ethics, it's a question of legal matters. Contracts are signed, and these organizations would be in huge difficulties if they had to decide what in other ways than what they say in the contract. So clearly the difficult position of FIFA is to live with the decisions which were made a long time ago, and which will happen another many years from now. So this is maybe for the future that we should talk the decisions about future bids. And it will depend, of course, also on who is bidding at this stage. Herr Adeyeki hat den Kopf geschüttelt. Man fragt sich natürlich bei der Auswahl der Gastgeberländer, sportbegeisterte Nationen wie auch die Schweiz, Graubünden ist, glaube ich, das jüngste Beispiel, haben sich gegen Großveranstaltungen, nicht gegen die Fußballweltmeisterschaft natürlich, aber gegen Großveranstaltungen, in dem Fall Olympia, entschieden. München, Schweden, Norwegen, alle wollen Olympia nicht. Die Frage ist, ist das Ei zuerst da oder die Henne? Hätte man vielleicht mit mehr Vertrauen, mit mehr Nachhaltigkeit die Leute begeistern können? I am very much in favor of sustainability, and for the 2006 bid which you mentioned, this was the main theme of the bid, sustainable games. Nowadays it's even easier to propose sustainable games because you can use existing facilities, and this is what Sion is doing, for example, for his 2026 bid, but I'm not involved. I don't want to speak about the Olympic bids, but in terms of sustainability, you have to be, yeah, this is a good reason to organize major events if they are sustainable. If they are not sustainable, it's not worth organizing sports events, major sports events or smaller sports events. So this is my belief. But it's very difficult to pass onto the people, because there is a loss of credibility by these sports organizations. When sports organizations or promoters of events are saying we want to do sustainable events, people don't believe them anymore. There's a lack of credibility. And they think it is greenwashing, as we say. That is, they think people say that because they want to win. It's not, they don't believe it is real. And this is up to the promoters of sports events to convince the people, the population, at least in democratic countries, that it is really a sustainable event. Da sind wir wieder bei Minli Martis Punkt. Die Leute glauben den Sportverbänden nicht mehr. Nehmen Sie das so wahr, dass tatsächlich in der Bevölkerung der Kredit komplett verspielt ist und auch damit einhergeht, dass der Sport an sich eine Krise hat, weil die Leute wollen das nicht mehr ausrichten, diese Großveranstaltung? Ich meine, es gibt schon einen Unterschied zwischen Olympia und Fußball-WM, aber es gibt eine wachsende Skepsis gegenüber diesen Großveranstaltungen. Die Frage ist, wie nachhaltig sie überhaupt sein können grundsätzlich. Also das eine ist, es ist dann immer eine Verkehrsfrage zum Beispiel, man muss trotzdem neue Anlagen erstellen, es ist nicht immer klar, was alles genutzt werden kann, das ist das eine. Und das zweite ist die finanzielle Nachhaltigkeit, also wie viel bringt das überhaupt der lokalen Wirtschaft und der lokalen Bevölkerung? Und ich glaube, da sind die Fragezeichen sehr stark gestiegen, weil es auch die Vergangenheit ein wenig gezeigt hat, dass für die FIFA ist eine Fußballweltmeisterschaft ein sehr gutes Geschäft mit den Fernsehrechten und so weiter, aber für die lokale Bevölkerung je nachdem nicht. Und wenn sie dann Steuergelder aufwerfen müssen zum Stadien bauen, die nachher nicht gefüllt werden können, die überdimensioniert sind,
dann sinkt einfach die Bereitschaft. Und ich glaube, das hat schon miteinander zu tun, dass auch das Image der Verbände ramponiert ist, dass man das Gefühl hat, es sind korrupte Verbände, sie schauen nur für sich, für ihren eigenen Profit, das sind hochprofitable Unternehmen, die als Vereine organisiert sind, und sie schauen in erster Linie für sich, und solange sie das nicht aus, also diese Zweifel nicht ausräumen können, werden sie zunehmend auf Widerstände stoßen, außer man macht es eben in Ländern, wo ein Autokrat ein Interesse daran hat, sich mit einer internationalen Sportveranstaltung reinzuwaschen. Herr Decki, das ist natürlich eine Frage, die nochmal in die Vergangenheit ein Stück weit geht. Wenn wir an die letzte Fußball-Weltmeisterschaft nochmal zurückdenken, das letzte große Ereignis, das die FIFA veranstaltet hat, da bleiben natürlich Bilder im Kopf von protestierenden Menschen, die sich beklagen über FIFA-Standards bei Stadien und sagen, wo sind die FIFA-Standards bei Schulen und bei Krankenhäusern? Und es gibt ja auch Beispiele, natürlich die Stadien, die in Manaus im Regenwald stehen, die keiner mehr nutzen kann. Aber selbst in einem fußballbegeisterten Land wie Brasilien, ein Beispiel aus Natal, da gibt es zwei Profivereine, die diese wunderbaren neuen Einrichtungen eigentlich nutzen könnten, aber die können sich nicht mal den Strom leisten. Man hat den Eindruck, die FIFA fordert ein Schnellzug, aber die Leute können sich nicht mal den Bummelzug leisten. Hat man da den Kontakt zur Basis verloren? No, I don't think that's the point. First of all, to make the distinction between the FIFA World Cup and the Olympic Games, I think they are both events are so big, they have an impact which is so big locally, that you cannot distinguish, when it comes to sustainability aspect, you cannot distinguish one from the other. Perhaps the FIFA World Cup is bigger in terms of the geographic scope, because we don't do it in only one city, and the Olympics do, but in terms of the size of the event, it's a similar one. And it's definitely understandable that the population in Graubünden also said no to the Olympic Games. It is very difficult, I agree with you, it's very difficult to stage a sustainable event of this size, but it's certainly not impossible. However, what cannot be separated from the organization of the event is the responsibilities of different actors in organizing that event. It is very simplistic to say that the sport organizations that are responsible, own the rights for an event, are responsible for the event not being sustainable. We set up, and the IOC in the same way, we set up requirements and standards that we expect the host countries and host cities to abide to. It is very important that in order to organize a sustainable event, the concept of sustainability is integrated in the planning from day one, when the bidding is already being planned. And there's where you find the difference from country to country. There's many countries that take this very seriously, and that's why I think that still it is possible in Switzerland to organize the Winter Olympics in a sustainable manner. And it's like that you can find many countries who take it seriously. It's not necessarily a matter of a developed or a developing country. It is a matter of taking this challenge very seriously. And the examples that you presented in the past are clear examples of the host country and the host cities not taking that really seriously and believing that just because the World Cup comes to my country, we can build the stadiums, it's going to be fantastic, and the people are going to love it, this is enough. This is not enough. And we push also from the FIFA side for these things to be really considered at the level of the governments. But there's a level of responsibility and decisions that are made at that level on which we have no control. We can push for certain decisions to be made. We don't push for having a certain number of stadiums, but the local governments in some cases decide to have an additional one, an additional two stadiums, which we know are not good for the country itself, but where we have not a final decision on them. There's still a lot that we could do in order to improve that situation. The requirements could be reduced in some aspects in terms of the size and the volume, and we are doing that in certain cases in order to make those stadiums more sustainable. We are working a lot in the case of Qatar on the legacy mode of the stadiums. This is one of the first World Cup organizers who are thinking really from day one on what is going to happen with the stadiums after the World Cup. We don't need
8 stadiums in our country for 40,000 people. This is already considered in the process. And that's why I say it's not a matter of a developing country or a developed country, a small country or a big country. It's a matter of planning, good planning. And coming back to the point of the life cycle, I'm very much of the opinion, and that's the experience that we've gained over the years, is that when you, if you want to be sustainable, you have to start that sustainability planning already from the bidding moment. And for FIFA, or the IOC, it is important to have as many requirements related to sustainability integrated into that bidding process from day one. Because then you have what Professor was explaining, you have the contractual obligation of the host country or the host city to implement it like that, because that's what we ask from them. However, that is the ideal scenario. The real scenario is that you have the best requirements you can have today, but the World Cup takes place, or the Olympic Games take place in 10 years, and our world changes. The expectations from civil society change. The standards that are applied change completely on a yearly basis. And therefore, you cannot just rely on the contractual obligation that you have in the contract with your host country. You have to still work with them in order to integrate those standards in a voluntary basis. And that's exactly what's happening with Russia and Qatar. We said the UN Guiding Principles on Business and Human Rights were only coined in 2011. The contracts with Russia and Qatar were already signed. What should we say? Well, because there's no contract, we do nothing, and the organizer says, well, you didn't ask from us, so we can't do anything about it. No, that's not the reality. If you want to check the work that is being done in those two countries, we have integrated monitoring system on working conditions and workers' rights in the two countries that we are carrying out, both in Russia and in Qatar. In Russia, we have integrated an independent monitoring system which every 3 months visits every stadium and checks the working and living conditions of the workers. There's been 39 inspections that identify issues related to human and labor rights. The reports are being shared and worked out with the construction companies, and the incompliances that we identify are solved within the three-month period. In that to that effect, we have as well signed a cooperation agreement with trade unions. Would you say, is this something that FIFA has done in the past? No, never. Has FIFA ever been responsible for, before 2010, about what were the working conditions in the stadium? No, we always said, actually the stadium, we only use the stadiums for a month. We have our requirements, we use them for a month. How they are built and how they're used afterwards is not necessarily our responsibility. That is no longer happening, because the UN guiding principles that we have adopted as a guidance for our work do not allow us to do that anymore. And we have taken that responsibility consciously and seriously. And that's why we are, although we don't have with Russia and Qatar a contract which stipulates that they have to build the stadiums in a certain way under certain standards, we're working with them very closely, monitoring their work in order to ensure that human rights are respected and promoted in those two stadiums. Yeah, I'm it doesn't work then. To the top. Music. Well, I will use this microphone, thank you. Of course, we will talk about Qatar and Russia for a long time, until 2022, basically. But the best solution to have a sustainable event is to use existing stadiums or existing sports facilities in democratic and countries which respect human rights. The only drawback to this easy solution is that you would always go to the same countries. You would always go to our countries in Europe, or part of Europe, in North America maybe, and so you wouldn't go to the third world countries. You wouldn't go to Russia, you wouldn't go to Qatar, because they don't have stadiums, they have to build them. So this is something you have to balance. Either you go to existing stadiums, this is what UEFA is doing for Euro 2020. They selected 13 stadiums, which already exist, so there's no problem of constructing the stadiums, being on time, or costing more money. It's already there. And these are decent countries in Europe. But it reduces the choices of places. If you want to go to South Africa, well, they didn't have stadiums in South Africa, so they built them. Das heißt, wie kann man das lösen? Entweder man schließt bestimmte Nationen aus.
But if you think of it, this is what we did. We did a century ago. We built all these facilities, and now we are able to use them. So can we say to the third world countries, you cannot do the same thing? This is when you want to have a universal universal sport, and when you have to have these major mega events all over the world, you have to think of that. Sustainability is very important, but universality is also very important. Frau Marti, überzeugt Sie die Argumentation? Zum einen ja, aber zum anderen eben gibt es diese Probleme, dass gerade in den entwickelten demokratischen Ländern die Leute dann die Spiele vielleicht ablehnen an der Urne, und wie man gesehen hat. Ich glaube, auch ein zweiter Punkt ist, dass diese Anlässe auch immer größer werden oder größer geworden sind. Also es gibt jetzt auch diese Pläne, die WM zum Beispiel zu erweitern, noch mehr Spiele, mehr Teilnehmer, und das braucht dann auch natürlich mehr Stadien, es braucht mehr Spielgelegenheiten und so weiter. Das gilt ja auch für die Olympischen Spiele, die sind immer größer geworden, und das braucht dann halt auch immer mehr Geld und immer mehr Infrastruktur. Und vielleicht wäre das auch mal eine Überlegung. Es gibt auch die vielleicht ein bisschen unkonventionelle Idee, dass man sagt, man macht eigentlich alles immer am gleichen Ort. Man macht alle Weltmeisterschaften ab jetzt immer in England, weil das die Wiege des Fußballs ist, und alle Olympischen Spiele immer in Griechenland, weil das die Wiege von Olympia ist. Das ist natürlich sehr unbeliebt bei allen Ländern, die das nicht sind, aber man könnte sich tatsächlich vielleicht überlegen, kann man diese Spiele auch wieder etwas redimensionieren und mit dem auch die Nachhaltigkeit vergrößern. I agree with you, these mega events have gone too big and they should be reduced in size, and there are documents produced by the European Union and UNESCO who are asking for that. Aber ist das realistisch? Is that realistic? It should be realistic if we want these events to continue. If we believe that the Olympics are a good thing or the FIFA World Cup is a good thing, they should reduce the size, because it will be more and more difficult to organize if they continue to increase the size. But they make it bigger. Die machen das größer, mit 48 Teams beispielsweise. Yeah, I know. So there are contradictions everywhere. They should think of this, and they should also think out of the box and having ideas like football always, World Cup always in UK. I never heard this one, but the Olympics in Greece we heard a lot. Also the Winter Olympics in Switzerland all the time. Why not? In St. Moritz. But the people of St. Moritz don't want it. So this is now the big problem. Is that where the stadiums are, where we built all these stadiums and facilities, and where the slopes are, the ski runs and so on, people don't want it because the credibility is so bad. So I think the sports organization, they really something to do. They have to evolve. They have to restore the trust. Herr Kunze, es wird ganz viel über dieses Thema gesprochen, Mega-Sporting-Events. Da gibt es jetzt auch eine neue Initiative, an der Sie beteiligt sind. Lassen Sie uns ein bisschen wissen, was es damit auf sich hat. Vielleicht wollte ich kurz vorher noch sagen, auch ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt mit dem Fall, den wir begleiten dürfen. Es ist höchst, ich war kein Spezialist für solche große Anlässe, und ich durfte jetzt ein bisschen hineinsehen, wie das funktioniert. Es ist wirklich höchst komplex, es sind extrem viele Akteure sind involviert, eben die Gaststaaten, da gibt es auch verschiedene Einheiten in den Gaststaaten, Local Organizing Committee und so weiter und so weiter. Und mir wurde bewusst, wie schwierig das ist, und das ist auch ein bisschen ein Grund, also einer der Gründe, wieso jetzt auch die Schweiz, also das EDA ist das vor allem, jetzt auch eine Initiative sehr stark unterstützt hat. Das ist diese Initiative Große Sportanlässe und Menschenrechte. Bei dieser Initiative geht es, also das hat 2015 hat das begonnen, das ist das Institute for Business and Human Rights in London, die eigentlich auch ein bisschen die Treiber sind in dieser Initiative. Und das Ziel ist, dass man austauscht darüber, wie das überhaupt funktionieren kann, also die Nachhaltigkeit bei so großen Anlässen mit so vielen Akteuren. Was man jetzt daran ist, es gab bis jetzt zwei Konferenzen, also in Lyon gab es die erste in der Schweiz und die zweite gab es in Washington. Man versucht jetzt immer wie mehr Akteure hineinzubringen, und das sind eben die Sponsoren, das sind die Regierungen, das sind die
die Host-Countries, die Sportorganisationen, um überhaupt einmal zu lernen voneinander. Also wie funktioniert das? Also wie Herr Radiecki das gesagt hat, eben heute einen Bidding-Prozess zu machen, ist ganz etwas anders als jetzt im 2010. Also man musste auch lernen und ich denke, jetzt geht es mal darum, auszutauschen, wie kann das besser funktionieren. Weil ich denke, es gibt Lösungen, wie man solche Spiele nachhaltig gestalten kann. Und wie gesagt, die Initiative die ist jetzt im Entstehen. Und man sucht, momentan ist das Ziel einfach, diesen Austausch zu fördern von Best Practices, was schon bereits existiert. Ja. Hat die FIFA, Herr Adieki, da nicht vielleicht sogar eine besondere Verantwortung? Wir haben viel über Olympische Spiele gesprochen, Winterspiele vor allem, die große Probleme haben, Austragungsländer zu finden. Gibt es ja auch einen sehr begrenzter Pool, der da überhaupt mitmachen kann. Gut, Peking, die Chinesen schaffen es dann auch, Berge zu bauen, wo eigentlich keine sind und Schnee zu finden. Aber viele schaffen das nicht. Bei der FIFA ist es ja noch anders gelagert. Sobald ein Ball durch ein Stadion rollt, ist das Stadion voll und die Leute machen den Fernseher an. Hat die FIFA nicht sogar da vielleicht sogar eine besondere Verantwortung, als Leuchtturm voranzugehen? I think we do have that Verantwortung, that responsibility. Definitely we do have and we acknowledge that. And the fact that we are definitely leaders in this field and leading in bringing the sustainability agenda in the world of sports before anybody else, it's a clear sign of that. We have changed and been using different international standards as soon as they came out as part of our sustainability strategies. For the one in Brazil, we started with ISO 26000. At the time the World Cup in Brazil was over and we were already planning Russia, we had to change to ISO 20121 as an international standard on the sustainable sport events management. Then we are utilizing the latest standards in terms of reporting. We have adopted as soon as possible the considerations of the UN guiding principles, starting from, as it was mentioned, I think in the introduction, starting by anchoring them in our statutes. There's no other sport organization that has anchored an article, a clause on respect and promotion of human rights in its own statutes. We moved from them and gave the responsibility to the newly formed governance committee on human rights with experts. There's three real human rights experts, members of the governance committee, who have formed as well a specific working groups working group on human rights, who are overseeing the work that we're doing within the administration in this field. We have mandated as the first sport organization, Professor Ruggie, not anybody else, but Professor Ruggie, the man behind the UN Guiding Principles for Business and Human Rights, to do an analysis, a gap analysis of other situation in our organization. And he came up with 25 recommendations of what FIFA should be doing. 13 of those recommendations have already been implemented. 11 of them are being managed and handled right now. And there's only one which we're still discussing if and how we're going to implement them, not necessarily the most relevant one. So after that, one of the commitments that you have to adopt as part of any due diligence process as expected by any multinational enterprise or company or organization in the world is to have a policy statement. This policy commitment statement is almost about to be presented publicly. It's been developed in cooperation with civil society organization. It's being validated by the advisory board that was mentioned as well as part of the introduction and by human rights experts from all across society. The biggest human rights expert, and Ignacio Paque was mentioned from Terre des Hommes, is part of that effort as well. The advisory board, which is one of the recommendations of Professor Ruggie, has been created with experts from civil society, the private sector, and the UN to advise and guide FIFA on how we should do our work. We have created, as a responsibility within my department, a special unit which is responsible for human rights. It's an expert on human rights, a specialist on UN guiding principles that has been hired by FIFA in September 2016, who has joined us to help us with this work. There is, in addition to that, an interdepartmental working group which has been created in order to analyze all the risks associated to human rights within our organization. What are the implications of human rights for every activity of FIFA? Not just the World Cup, our licensing products, our relationship with the member associations,
the work with our employees, how we deal with diversity and anti-discrimination. All this work that has been done and is being conducted and continues is a pioneer work in the world of sport. And allow me to say this, even beyond, if we go and analyze the survey and the study that was done by the organization Brot für alle in Switzerland, which has analyzed the 200 largest enterprises which are headquarters in this country, and we're talking about Switzerland, eh? So the largest 200 organizations, there's only 11% of them, namely 22 companies, that have a human rights policy that makes reference to the UN guiding principles. We do have that already. There's only 5 of those organizations, 5 out of the 11 out of the 200 biggest companies in Switzerland, who have a proper due diligence process analyzing the risks associated to human rights. We have that mechanism as FIFA already in place. So when you ask me about the leading role that an organization should take, I tell you, I let you decide if this is a leading role for a sports organization or for an organization headquartered in Switzerland. We are very proud of this work. And you can believe me or not, you can say, well, he's probably inventing all this. Well, I will let the time tell, and then we will see how all this work is introduced in everything that FIFA does in the future. And hopefully then there will be... It's all true. What he said is all true. Yeah. But the problem is that people don't believe it anymore. Well, you know, it's not a problem. We don't do this... Because they have always in mind this South Africa, this Brazil... I agree with you, but as an organization... 2022, people will not believe because they have all these bad examples. To be honest with you... With the Olympics, Sochi. I agree, and I can understand that as well. I understand that as well. What I can tell you is that ultimately, I personally, as responsible for sustainability, including human rights at FIFA, I personally don't have that as my responsibility. I do not do this work, and FIFA does not do this work in order to bring its reputation to a higher place. We do it because it's our responsibility. And this is the responsibility of every organization in this country and around the world to care about human rights. Of course there are pitfalls. Of course there's a challenging road to go. Of course it's not everything is going to be perfect. Of course we have many challenges in Russia, in the construction sector, despite the monitoring system that we have in place, despite the many inspection visits. Of course we have challenges in Qatar. But we have to give certain credit to the work that is being done, which is done according to the principles that the UN have defined. And we're following that, following by example, and being guided by experts in the field of human rights. It's not just me telling that this is good work or not. The analysis is done by all these experts coming from civil society, including the organizations that invited us today here, to check and tell us if we are on the right track. If we're not, believe me, we're going to correct that track as well. Ja, Dierke, das ist unbenommen, was Sie tun, was Sie jetzt machen. Auch wir kommen jetzt zu der Eingabe des BWI. Sie sagen, das alles wahr, Herr Chapelet, was Herr Adjeki sagt, das ist so. Aber wahr ist auch, Rita Schiavi, dass es in Katar, wenn wir beispielsweise von Leuchtturm sprechen, klar ist es eine Entscheidung aus der Vergangenheit von 2010, dass man die WM dort hingegeben hat, aber sie findet nun mal erst in 5 Jahren statt. Das Thema wird uns begleiten. Und wahr ist auch, es gibt Missstände dort und die gibt es immer noch. Was hat Sie denn so auf die Palme gebracht? Rita Schiavi ist für die größte Einzelgewerkschaft in der Schweiz hier und auch vertritt die internationale Baugewerkschaft. Was hat Sie so auf die Palme gebracht, dass Sie diese Eingabe gemacht haben gegen die FIFA? Gut, ich möchte vorausschicken, dass das nicht die einzige Aktivität ist, die wir im Zusammenhang mit den Weltmeisterschaften gemacht haben. Wir haben schon begonnen 2010, also vor 2010. Dort war es ja auch möglich, das hat Sepp Blatter übrigens dann noch unterstützt, dass wir auch in Südafrika Inspektionen machen konnten. Der große Unterschied zwischen Südafrika, Brasilien und jetzt Katar ist, dass wir dort starke Gewerkschaften vor Ort hatten und dass diese Gewerkschaften dann eben auch das Recht hatten, auf den Baustellen aktiv zu sein. In Südafrika konnten zum Beispiel die Löhne sehr stark auch erhöht werden dank dieser Kampagne und die Sicherheit war in Südafrika auf den Baustellen sehr gut.
In Katar haben wir ein spezielles Problem. In Katar gibt es ja keine Gewerkschaften. In Katar sind 250.000 Katari ungefähr, die dort leben, und etwa 2 Millionen oder mehr Menschen, die dort arbeiten, die nicht in Katar, also nicht Katari sind, die aus der ganzen Welt, vor allem aus Asien, kommen. Und es gab sehr große Missstände, auch aufgrund dieses Kafala-Systems. Das heißt, Bauarbeiter wurden eigentlich durch Agenturen rekrutiert, in Indien, in Nepal. Diese mussten den Agenturen meistens sehr hohe Gebühren bezahlen. Das heißt, sie haben die ersten Monate oder zum Teil länger in Katar gratis gearbeitet, weil die Agenturen das Geld eigentlich eingenommen haben. Dann gab es sehr viele Todesfälle in Katar, wobei nicht alles einfach Arbeitsunfälle waren, sondern ein großes Problem, denke ich, ist halt in Katar die Hitze. Vor allem, wenn man auf dem Bau arbeitet, bei Temperaturen von über 40 Grad im Sommer ist das sehr schwierig. Also da bin ich auch nicht sicher, wie das Katar jetzt mit dem umgehen wird. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, das noch bleiben wird. Aber wir konnten sehen, dass diese Kampagne, die von den Gewerkschaften, aber auch eben von anderen NGOs gemacht worden ist, dass die schon erste Früchte getragen hat. Für uns war es vor allem auch ganz wichtig, wir haben nicht nur diese Klage eingereicht hier in der Schweiz, sondern parallel dazu haben viele unserer Mitgliedgewerkschaften in anderen Ländern auch gegenüber den Firmen, weil das sind alles große Baukonsortien, die dort arbeiten, zum Beispiel Vinci aus Frankreich, zum Beispiel Salini in Pregilio aus Italien. Da haben unsere Mitgliedgewerkschaften in diesen Ländern eben auch ihren Teil beigetragen, mit den Firmen gesprochen, Druck gemacht. Und es hat sich, also ich war selber jetzt im November in Katar, wir haben diese Vereinbarung mit dem Supreme Committee unterzeichnen können. Das ist die Organisation in Katar, die diese Stadien baut. Und ich glaube, das war schon, also ich nehme an, dass auch die FIFA, dass ihre dazu beigetragen hat, dass die Katari einverstanden waren, aber auch unser Generalsekretär, das war eine Kampagne, die wir jetzt über etwa 3 Jahre geführt haben, auch die ILO ist eingeschaltet worden und jetzt ist also dieses Supreme Committee bereit, wir haben einen gemischten Ausschuss jetzt aus Leuten der internationalen Gewerkschaften und Katar. Und wir haben jetzt begonnen, die erste Inspektion auf einem solchen Stadium hat jetzt stattgefunden. Wir inspizieren nicht nur die Sicherheit auf den Stadien, sondern auch die Unterkünfte der Arbeiter. Und beispielsweise konnten wir sehen, dass große Firmen wie zum Beispiel Vinci, die haben bereits vor 2 Jahren begonnen, ihre Praxis komplett zu ändern. Also Vinci rekrutiert jetzt zum Beispiel die Leute direkt, selber in Indien zum Beispiel. Die Leute müssen keine Fees mehr bezahlen, also sie müssen keine Rekrutierungsgebühren bezahlen. Die Reise wird ihnen bezahlt. Die Unterkünfte entsprechen jetzt einem einigermaßen akzeptablen Standard. 4 Leute pro Raum, 8 Leute, die sich eine Sanitäranlage teilen. Also es ist einiges gegangen. Eine Sanitäranlage, die auch den Namen verdient. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich in Katar. Wir gehen zurück zu dieser Eingabe, vielleicht ein Ergebnis dieser Mediation, die Sie bei sich liegen haben. Herr Kunze, mussten Sie die FIFA denn eindrücklich überzeugen, dass sie da mitmacht überhaupt bei dieser Mediation? Also vielleicht zuerst einmal, also ich bin sehr froh, dass diese Seite jetzt auch zur Sprache kam. Ich kann leider über den Inhalt der Mediation leider noch nichts sagen. Wir werden am Schluss der Mediation ein Abschlussstatement veröffentlichen, wo man auch aufzeigt, was gelungen ist. Jetzt zu dieser Frage, die Sie gestellt haben, wir haben von beiden Seiten, das kann ich schon sagen, heute schon ein gutes Commitment für diese Mediation und ich bin froh, wenn ich das nicht selber sagen muss und dass Sie das gesagt haben, es bewegt sich auch etwas. Es bewegt sich etwas, Herr Adjeki. Sind Sie zufrieden
wie sie die Schadensbegrenzung, muss man so sagen, betreiben? No, it's not Schadensbegrenzung. It's daily work that and challenges that we have to face every day in this field. But aber Herr Decke, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Entschuldigung, warum ich Schadensbegrenzung sage. Ich war selbst auch in Katar. Ich habe auch Unterkünfte gesehen, die mir das Supreme Committee gezeigt hat, an Baustellen, die so geleckt aussehen, dass man es fast nicht glauben kann, wie schön die sind. Well, und man geht 5 Meter weiter. Und da ist natürlich das Elend, das Kafala-System ist bestätigt worden, ist ein bisschen jetzt umbenannt worden, aber es gibt im Endeffekt gleich Leibeigene. Yeah, but that shows precisely the prejudice about the impossibility of FIFA or the Supreme Committee of doing something properly. And I think that's a problem in principle. I'd like to go back to your point, and I definitely always see with a smiling face the intention as well, and the statements that some civil society organizations do about their role in all these changes. And because I very much sometimes I wish myself that there would be more pressure from civil society, because that helps me internally at FIFA to push certain things. So I'm not that I'm complaining about the push from the trade unions, and in this case from BWI. But it must be said that all the improvements that you have seen have started the moment the Supreme Committee started working together with FIFA on these topics. And this was years before the agreement with BWI was signed. This was years before the instance was presented at the NCP. And by the way, FIFA definitely accepted voluntary this, because we had already an engagement with BWI before that instance. We didn't think it was necessary, but we went into that instance, into the mediation. The mediation went very well. I can confirm that as well. We're almost at the end of it, and with good commitments. And it continues even after the instance is over, because we want to continue with the dialogue with a very important stakeholder like the trade unions and BWI. But there needs to be a line drawn between the responsibility of an organization like FIFA, the IOC, or another sports organizer, and the responsibilities about the rest of society, private sector, and others doing business in a certain country. The situation that you described, the very poor and miserable situation in which many workers, migrant workers in Qatar live, is certainly not something new for FIFA. It was known as well, certainly by us, at the time the decision was made. But the responsibility that the UN Guiding Principles gives to an organization like FIFA has certain limits. FIFA or any sport organizer is not responsible for solving all the human rights problems, the labor rights issues, the kafala system, and other situations which are facts, like the non-existence of trade unions in a country, because that's far beyond our responsibility. What we have done, and this is the improvement from the past, is that before we even said that even the stadiums and those workers that are building the stadiums were not our responsibility. Today, that's no longer the case. FIFA, the Supreme Committee, irrespective of the lack of a contract which says that they have to do it, we're doing it. They are doing it. The standards that are existing in the country, irrespective of the kafala system, allow today for workers to meet in the so-called workers' welfare forums, with the presence as well of trade union representatives to discuss their issues, although there's no trade unions in the country. And this is not something which happens in the whole country. This happens only in the construction sites of the FIFA World Cup. And therefore, you have to measure our work in connection with the UN Guiding Principles according to our responsibility. And our responsibility is that of the stadiums in the World Cup. You mentioned great conditions in working conditions in South Africa because of the presence of the trade unions. I tell you, the health and safety and working conditions in Qatar are by far better than what they were in South Africa and in Brazil. By far, the number of you mentioned health and safety and fatalities in the stadiums, the accident frequency rate in the construction of the stadiums in South Africa is lower than the accident frequency rate of the London Olympics. Do we want to take a closer look at those figures and acknowledge that there is a very strong work and a strong investment in protecting human rights in connection with the World Cup? Or not, that's another discussion. Herr Diecki, ich muss einladen. Herr Kunze hat schon wieder das Mikrofon weggelegt. Sie wollten gerade was sagen. Tun Sie es bitte. Ich wollte einfach kurz noch etwas sagen zu diesen verschiedenen Players. Das ist nicht zum FIFA verteidigen. Also wir sind neutral in diesem Prozess, möchte ich auch nochmal betonen.
wenn ich mich richtig erinnere, und es ist jemand von Amnesty hier im Saal, sehe ich richtig, es gab ja diese Studie von Amnesty und ich habe es, vielleicht kannst du dann nachher das noch kurz noch präzisieren. Wenn ich es im Kopf habe, am Schluss gab es x Maßnahmen und ich habe das mal angeschaut mit Interesse und die Maßnahmen waren aufgeteilt auf jeden Player, eben auf die FIFA, das waren die Host-Cities, das waren andere. Und was mich wirklich spannend, was ich spannend gefunden habe, dass bei der FIFA waren nur wenige Maßnahmen und dann gibt es eben die anderen Players. Vielleicht kannst du das ein bisschen noch ausführen. Eben. Mir geht es darum zu sagen, alle haben eine Verantwortung. Alle haben eine Verantwortung. Ich will ganz kurz die Politik auch wieder fragen. Ich habe interessante Sachen gehört, den ganzen Abend natürlich, aber gerade in der letzten Antwort von Herrn Adjeki, er wünscht sich mehr Druck. Natürlich von den Gewerkschaften, aber vielleicht auch von der Politik. Wir sind unter uns, kein Problem, Herr Adjeki. Muss da mehr kommen? Ich denke, das ist immer sehr ermutigend, wenn man merkt, dass Druck und Engagement sich auszahlt und dass es tatsächlich eine Veränderung bewirken kann. Aber ich denke, Herr Adjeki hat da sehr engagiert gesprochen und ich nehme ihm das auch ab, dass das ihm ein Anliegen ist. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht die FIFA einfach von der Angel lassen. Es geht ja in diesem Fußball und im Sport ja auch um Fairness. Das ist ein wichtiger Wert und dieser Wert muss auch vorgelebt werden. Natürlich gibt es auch eine Mitverantwortung der Host-Cities, der Länder, der anderen Beteiligten, aber da muss die FIFA eigentlich als Leuchtturm der Fairness eben nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb des Spielfeldes agieren. Und dazu braucht es einfach etwas mehr als Worte, als Engagement, als Berichte, sondern es braucht den Tatbeweis. Und dieser Tatbeweis, den sehen wir sicher nach diesen zwei, wir haben jetzt viel über Russland und Katar gesprochen, nachher. Aber wir sehen es auch in der Organisation selbst, wie die Organisation selbst umgeht mit den Spielregeln. Und da hat es doch immer noch einige Schlagzeilen gegeben, die nicht unbedingt optimistisch stimmen. Also Herr Infantino und die Geschenke, die er angenommen hat, die fragt, jetzt will er sich doch noch wieder mit etwas mehr Lohn auszahlen und so weiter. Ich glaube, die FIFA ist unter Beobachtung. Das wird sie noch eine Weile bleiben und sie muss wirklich den Tatbeweis erbringen, dass sie sich geändert hat. Herr Adjeki, wie oft ist denn Herr Infantino in Ihrem Büro so täglich? We see him very very often because he smokes, so he has to go to the Sportler, ne? Outside and we have as well many opportunities to talk to him, not just from a professional perspective, but also personally when in these breaks. However, it must be said that, and we were discussing about this, the responsibility of the sustainability area is very much linked and reporting to the Secretary General. The administration of FIFA is managed by the Secretary General, and therefore we must say that we are extremely happy with the fact that our new Secretary General comes from the UN, understands the topic of sustainability and human rights very well, and that's definitely very easy when you start talking to your superior in the same language and that superior understands what you're talking about, which is something definitely a fresh air for those working in this field. Definitely, we, again, as I said before, it's not a matter of convincing anyone. You asked for facts. I think I gave you a long list of examples on how our organization is leading, and again, not just in the world of sports, but also in Switzerland, among the top enterprises, taking its responsibility seriously with regards to human rights. Absolut angekommen, Herr Adjeki, was Sie tun und wie Sie sich einbringen. It's not me, it's our organization. I'm representing FIFA here. Die FIFA. Sie sind die FIFA heute Abend. Herr Schappele, es gibt ja manche, es hört sich trotzdem für mich so ein bisschen an, und ich kann das nachvollziehen, Sie können das noch viel besser mit Ihrer Sicht aus der Politik, dass man natürlich wahrscheinlich beschränkten Einfluss hat, wenn man Verträge unterzeichnet hat mit einem Land wie Katar,
wo manche Dinge einfach anders gemacht werden, was kann man da noch tun, Herr Chapelet? Manche sagen ja, es könnte auch so sein, dass so eine Weltmeisterschaft in so einem Land, das in manchen Menschenrechtsbereichen unterentwickelt ist, wenn man das so unvorsichtig sagen kann, auch ein Beschleuniger sein kann, um diese Länder gesellschaftlich nach vorne zu bringen. Ist das realistisch? What I'm always saying is that FIFA is not responsible of everything. Everything in Qatar, everything in Russia, there are many other forces, and this is not only about football. This is these are geopolitical matters and very complicated matters. So FIFA should be held responsible of the decision it makes at the bidding stage. But afterwards, it's very difficult to change states. Although FIFA is trying to change a few things and with the help of the unions and so on. But altogether. This is really a very big issue, which is far bigger than the sports organizations. And the sports organizations, they main power is at the bidding stage again, not at afterwards, I think. Also, wenn die Entscheidung gefallen ist, kann das Kind in den Brunnen gefallen sein. Da sind die Einflussmöglichkeiten tatsächlich sehr gering. Welchen Einfluss können Sie denn überhaupt nehmen als FIFA auf einen souveränen Staat wie Russland, wie Katar? I think that there's a lot of that still can be done. I agree with you. It is definitely the best, the ideal scenario is when you can integrate as many requirements, including a very strong due diligence process for the organizers of a World Cup before the bidding process starts. However, the reality is that you go in any case as far as you can. We're going to do this now for the next bidding process, where very strong language on human rights protection has already been integrated, but the next World Cup is taking place, that is going to be bid for, is 2026. Until 2026, there will be so many changes in society, expectations from civil society, expectations from the UN, new standards and so on, that we will have to adapt anyway. We cannot just lay back and say, well, this is what we signed 10 years ago and that's it. And there are opportunities, and as I said, the FIFA World Cups in Russia and in Qatar, and our cooperation with the local organizing committee and with the Supreme Committee, show that even though there's no contractual obligation, a lot is happening because there is pressure, because there's understanding that certain issues cannot be tackled like they are usually done in the country. The case of Qatar is very emblematic. The situation of the 1.8 million migrant workers working in the construction industry is not the same of the 10,000, 11,000 that are currently working in the stadiums of the FIFA World Cup. The responsibility of the World Cup and of the local organizing committee and of the Supreme Committee is about those 10,000. What we see, and this is coming back to the questions you asked of the professor before, is that there is still a spillover effect. If we apply it, if we take our responsibility seriously, if we raise the standards of the construction, of health and safety, of workers' welfare, of accommodation, and we are doing that in Qatar together with the Supreme Committee, those standards permeate not just the World Cup construction site, but goes have this spillover effect on other workers and on other companies. And this pressure needs to continue, because of the 10,000 that we have today, it will be 36,000 at the peak next year, but there's probably tens of thousands more that are benefiting from those standards as well. Das hoffen wir, Herr Adjeki, dass dieser Druck auch da ist. Und ich glaube, es hat sich einiges verändert in der Wahrnehmung. Ich habe es vorhin ein bisschen flapsig formuliert, wie oft Herr Infantino bei Ihnen im Büro ist. Es geht mir natürlich darum, wie wichtig ist Herrn Infantino dieses Thema? Natürlich haben Sie gesagt, Fatma Samoura ist die Generalsekretärin und auf dem Papier dafür zuständig. Der öffentlichen Wahrnehmung wird es oft anders oder kommt es oft anders an, wer tatsächlich die Entscheidungen trifft. Wissen Sie viel besser, aber wie wichtig ist tatsächlich der neuen Führung die Nachhaltigkeit? Wie wichtig sind die Menschenrechte? More and more important, and definitely the changes that, that I spoke about, the integration in the statutes, the development of the policy, the new vision 2.0, which explicitly mentions human rights, and not just let's timidly talking about taking care of human rights. No, it says we're going to champion human rights in the world of sports. These are the words that I use in the vision that show that the new leadership is definitely interested and acknowledge the importance of adopting human rights protection measures for all the activities of our organization. Hormati, überzeugt Sie diese Argumentation?
glaube wirklich, dass Maßnahmen ergriffen wurden, dass man eine größere Sensibilität auch hat. Aber ich denke, das ist auch die Aufgabe von Ihnen und von allen, hier wirklich dran zu bleiben, das nicht einfach nur zu glauben, sondern auch selber zu schauen und nachzuhaken, sich zu engagieren, zu protestieren, wenn man das Gefühl hat, es wird eben nicht eingehalten. Ich glaube, das hat Herr Adjeke auch gesagt, er ist ja auch dankbar, wenn es etwas öffentlichen Druck gibt, und ich glaube, hier liegt auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine Verantwortung, die man auch wahrnehmen soll. Auch Sie haben Herrn Infantino getroffen. Er war in Bern, hat sich mit einigen Parlamentariern getroffen, um was zu tun. Ja, Herr Infantino wollte mit gewissen Parlamentariern aus der WBK sprechen, um ein bisschen Werbung zu machen für die FIFA und die neuen Maßnahmen, die FIFA jetzt getroffen hat. Das ist eine Lobbyveranstaltung, wie man das so sagen will. Er hat einfach vorgestellt, oder die FIFA hat dort vorgestellt, welche neuen Strukturen sie schaffen wollen. Er hat auch dort hingewiesen auf diese Maßnahmen bezüglich Menschenrechte, die neu sind. Und ich denke, die FIFA ist sich bewusst, dass doch noch ein sehr großes Vertrauensdefizit herrscht. Und vielleicht auch zu verhindern, dass der FIFA die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Diese dunkle Wolke schwebt ja immer über dem Fußball-Weltverband, beziehungsweise es gab schon ein paar Bestrebungen in diese Richtung. Postulat von Herrn Wermuth als Stichwort, das bekämpft worden ist und nicht zur Abstimmung kam. Wie sehen Sie die Situation in dieser Causa? Gut, es gab eine Petition, die wollte, dass man die Gemeinnützigkeit, es geht ja um den Rechtsstatus, die FIFA ist ein Verein, sie zahlt keine Steuern. Man wurde häufig gesagt, die FIFA zahle überhaupt keine Steuern, das stimmt nicht, aber sie zahlt einen reduzierten Steuersatz. Und es gab eine Petition, die wollte, dass die FIFA gleich viel versteuern soll wie ein Unternehmen, mit der Begründung, das ist eigentlich ein Milliardenkonzern, das ist kein Wohltätigkeitsverein. Und diese Petition, die wurde abgelehnt, und daraufhin hat Cedric Wermuth ein Postulat formuliert, das sehr viel offener ist. Das sagt, man soll einfach prüfen, welche Rechtsformen vielleicht adäquater sind für diese Sportvereine, weil es ist wirklich ein Verein mit sehr großen Umsätzen, sehr vielen Mitarbeitenden, und das ist natürlich nicht das Gleiche wie ein Handballverein auf dem Land oder so, und das ist natürlich eine ganz andere Dimension, und er möchte, dass man hier abklärt, welche anderen Rechtsformen vielleicht sinnvoller wären, aber das ist noch nicht behandelt worden bei uns. Ob das dann überwiesen wird oder nicht, werden wir sehen. Der Bundesrat wäre bereit, das entgegenzunehmen. Da sind wir beim Lieblingsthema von Herrn Chapelet angelangt. Er hat gerade jüngst einen Aufsatz geschrieben, ich habe ihn hier. Die Verantwortlichkeit der Regulierung des internationalen Sports, die Verantwortlichkeit der Schweiz. Wie sehen Sie denn diese Thematik der Rechtsform? There has been a lot of discussions about the legal form, and at the moment it is an association under Swiss law, FIFA, and most sports organizations, the IOC also. And when one wants to think about other legal forms, there are not many choices in Switzerland or in other countries. You can be a corporation, but I don't think it would solve the situation, because corporations have had a lot of corruption also in Switzerland also. So there have been also bankruptcy. I mean, just think of Swissair, for example, it disappeared. And so it's not a guarantee that the corporation is a good status. You cannot be a public organization, because it wouldn't work either. I don't think the sports organization would agree. You can be a foundation, maybe, but it's not a big difference between association. So what are the choices? My proposal, but it's very far-fetched, is to try corporations, you know, like Migro and Coop. The athletes would be the corporators, maybe. That's a new idea, but it will never happen.
as long as I live, at least. The other solution is what has been done so far by the parliament is to improve the law on associations, to change the law on association which governs the sports organizations. So if it is done by step by step, and there are many ideas, and other laws can also be changed, like the criminal code and so on, maybe things will be better. It's the improvement rather than the revolution through a totally new status. Das ist eine sehr interessante Idee. Ronaldo und Messi als Chefs der FIFA, vielleicht mit Granit Xhaka im Beirat. Will ich nicht ins Lächerliche ziehen, ist tatsächlich eine interessante Idee. Was würde sich denn verändern? Sie haben ab und zu den Kopf geschüttelt. Man hat sich bei der FIFA schon auch mit dem Gedanken mal befasst. Was würde sich ändern in Ihrer Arbeit, wenn Sie nicht mehr gemeinnützig, wenn Sie kein Verein mehr wären? I didn't shake my head at all. I was following with a lot of interest the discussion, definitely, and we're following as well the discussion that the in the Swiss, among the Swiss authorities and the initiative, the parliamentary initiative of Cedric Vermouth. We believe that definitely the current legal status of FIFA is the most appropriate existing one for an organization like FIFA. It must be said, and it's important to mention that FIFA does not pay taxes. We do pay taxes according to the law. There is a possibility as well for an organization like FIFA to apply for an additional exemption of taxes that FIFA has not applied for. So therefore, we are, as an organization, paying taxes. But there is a difference between a corporation and the objectives of an organization like FIFA. We exist in order to, our material responsibility is that of developing football in 211 countries around the world. And therefore the maximization of the resources that we have is aims at providing the resources to the entire world for football to be developed and for our events to be organized. And therefore, that's a slight difference. When it comes to the aims of the initiative, which is that perhaps making FIFA more transparent, making FIFA more accountable, I think that if you compare the way that FIFA reports on its finances, reports on its activities, structures and governance structures that had put in place, the independent ethical and compliance committees that have been set in place, those are measures that you would find in a public company, a public traded company. Therefore, the change of the status would not necessarily improve that situation because it's already at a very high level. But we are definitely exploring. We're living in Switzerland. We are also Swiss citizens. So if that comes up for vote, I will as well vote myself. And definitely very close to Ms. Marti's political position myself. But definitely we are observing those developments without any concern. To be honest, there's no concern at FIFA of that being a major issue for us. Muss ich jetzt gerade mal nachfragen bei Frau Marti, wenn ich schon meine Politikerin hier neben mir sitzen habe. Herr Chapelet hat gesagt, das mit Ronaldo und Messi, das wird nichts mehr, solange er lebt, glaubt er zumindest. Ja, so schnell wird es nicht gehen mit der neuen Idee. Wie sehen Sie es denn? Sollte alles so bleiben? Man darf vielleicht auch sagen, in diesem Zusammenhang, weil ja manche auch die Entschlossenheit in der Politik manchmal anzweifeln gegen Sportverbände, und da möchte ich die FIFA überhaupt nicht exklusiv nehmen, es gibt ja auch andere, die sich manchmal nicht so toll verhalten, da entschlossen vorzugehen. Studie aus dem Jahr 2015, 1 Milliarde Schweizer Franken Einnahmen durch die Sportverbände, die in der Schweiz sitzen. Trübt das vielleicht manchmal den klaren Blick, was man machen sollte und was nicht? Es sind wie verschiedene Fragen. Also ich finde die Idee einer Genossenschaft eigentlich sehr gut. Ich denke, das wäre etwas, das die FIFA prüfen könnte oder mindestens der Bundesrat. Aber ich denke auch, ich habe da auch Zweifel, ob das auf große politische Gegenliebe stoßen wird. Ich glaube nicht, oder die Stimmung hat sich sehr stark geändert. Vor 10, 15 Jahren dachte man, das ist super, die FIFA in Zürich, das ist ein super Standortfaktor, da schauen die Leute am Fernsehen, wenn der Weltfußballer des Jahres gewählt wird, und sind stolz und wollen dann nach Zürich in die Ferien kommen.
Und dann gab es all diese, und jetzt denkt man, ach Gott, da wird irgendein Funktionär im Borolag verhaftet. Oder? Das Bild hat sich total verändert. Es ist nicht mehr ein Riesen-Asset, diese Sportverbände bei uns zu haben. Das heißt nicht, dass wir sie vergraulen wollen, das heißt es überhaupt nicht, aber man muss sie nicht für jeden Preis, zu jedem Preis halten, sondern sie sollen hier bleiben, wenn sie das wollen, aber dann kann man durchaus auch Bedingungen stellen oder gewisse Dinge erwarten. Ich glaube, das hat sich wirklich, wirklich geändert. Es ist nicht mehr eine total, früher war das total unkritisch, heute ist es sehr kritisch und vielleicht wird es irgendwann in ein Mittelweg kommen, aber eben dazu müsste die FIFA sich sicher noch ein bisschen beweisen. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie kritisch Sie im Saal die Diskussion hier sehen oder die Standpunkte der einzelnen Diskutanten. Sie haben die Möglichkeit, gerne auch eine Frage zu stellen. Einfaches Handzeichen genügt und wir kommen zu Ihnen. Ah, da gehen noch schon eine hoch. Einige Arme. Wie machen wir es mit dem Mikrofon? Jawohl. Mikroschwund auf dem Podium, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen und Ihre Frage stellen. Good evening, my name is Curie. I would have a question for Professor Chapelet. You're surely familiar with this FIFA 2.0 marketing brochure. And my question would be, if I would be a graduate student for you and I would represent you with something like that, just intentions and statements, no numbers, no statistics, no saying who, not saying when, not saying how, you would surely fail me. So would you agree that what is presented there is possibly just smoke and mirrors, and that it's like stapling glue to a wall or something like that? I'm not sure I understood very well. You're talking about FIFA 2.0, the strategic document which was published by FIFA recently. This whole smoke and mirrors is a concept and statements and so forth, and it should fail. It's hard to know today because it was published like 4 months ago. It's a strategic plan, so it cannot go into all the details. It shows the directions, but of course it is up to the public to make sure that this is monitored and that FIFA is accountable to all the promises which are made in this document. But these are directions for the future. So it's hard today to judge what will happen with this document. If you're talking about this document, FIFA 2.0, which is the strategic plan which was issued 4 months ago. So no numbers, no responsibility? Yes, because it's a strategic plan. In companies, they don't publish details in general about operational plans. Vielleicht kann uns Herr Adjeki ein paar Zahlen nennen. Was hat sich denn verändert durch FIFA 2.0 in Ihrem Arbeitsumfeld? My answer was going to be exactly the same. I think that he responded as if he was a FIFA expert as well. I think that you cannot expect out of a strategic document and a document which outlines a vision and a direction for an organization, figures of budgets, accountability in person, and project responsible. That's not the level where these elements are presented. These are presented and broken down in a number of individual strategic planning from different areas, action plans and concrete objectives and key performance indicators in every company. Ich stimme Ihnen zu, Herr Adjeki. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ich stimme Ihnen absolut zu. Aber sagen Sie uns doch mal, was in Ihrem Büro anders geworden ist im letzten Jahr. Haben Sie mehr Mitarbeiter? Gehen Sie Dinge anders an oder haben Sie mehr Mitspracherecht in manchen Gremien? I don't think that any of the promises that, as the professor said, but which is the direction that I mentioned in this strategic document, speak of increasing the number of employees. So why should I expect more employees in my team? I must tell you that in terms of, if you speak about employees, we have been increasing from one, which was me 14 years ago, to 7 people working in the sustainability department in Zurich, 8 people working in the sustainability department in Moscow, 1 person working today in the sustainability department in Doha, and therefore
tell me if you can find another sport organization which has such a number of team members working in this field. And I definitely asking for more, it's always possible. I would love to have more people. There's a lot of tasks that we have to manage with, but not necessarily something I would complain about. I think we should be proud of it. And if you really want to be objective about judging the strength that we put into this area, then you have to consider and perhaps compare with others. Herr Deck, ich bin ja schon zufrieden. Haben Sie schon ein paar Zahlen genannt von Mitarbeitern in Russland und in Katar? Wunderbar, dann gehen wir doch zur nächsten Frage. Yes, hello. My name is Daniel Gostoli. I'm from the Swiss section of Amnesty International, working on business and human rights issues. Just to compliment to Alex Kunze's remark before on the Amnesty reports. That's true that the Amnesty report is not only targeting the FIFA because there are so many actors and the government has a responsibility. And we know that the situation in Qatar and in the region is actually a situation which is a very long-term problem that we have been working on before actually the attribution of the World Championship in Qatar. But the difference is that we think that FIFA has a very important role to play to speak out about the problems. And we noticed a big difference from the very beginning when we issued and published our first reports, that Mr. Blatter was not very keen to go into the allegations and speak out with the government representatives in Qatar. So the situation is evolving, of course. We have still a lot of challenges, and it's very stressy for us to see that, well, the improvements are not so quick than we would like them to see. But I think it's very important to look at all the actors and the companies themselves. The lady in front of me spoke about the improvement at Vinci. Other companies will not be so open. The question that I have is on the cornerstone from the UNGP piece, which is the impact assessment, the human rights due diligence that is needed. I wanted to know from you, Mr. Adeyeki, in the future now, looking at other countries, which are also very tricky, how do you intend to do this human rights due diligence? Because I think it's, as you said, important to look at the problems ex ante and not wait until you have to solve them. What are the systems in place to try to look at these issues when you are now faced with other projects in the future? Thanks. Yes, definitely. I agree with you that it needs to be looked at it as much as possible, as early as possible in the life cycle of the event. And we mentioned that it is important that these requirements are very clearly integrated into the bidding process. You're asking about the next World Cup that is going to be a bidding process for, and that's the 2026 World Cup. The idea of excluding nations, as it was mentioned before, and saying, oh, the World Cup should go only to this type of nations, is not something that fits within the principle of universality that Professor Chapelet was talking about. It's not certainly something that FIFA will endorse in the future. Any country, any member association of FIFA, and there are 211, has, in principle, the right to apply for a FIFA World Cup or another event. We're not just talking about the large World Cup, there's the Women's World Cup, there's under 20 World Cup, there's under 17 World Cup for both men and women. So there's a number of events that different countries of different sizes and power can actually apply for. What we will not do, and this is something that I can already anticipate, which is integrated in the bidding process for the next World Cup, will not exclude a priori any nation from applying, irrespective of their human rights track record. What we will definitely measure them on and expect from every bidder is that they conduct an own analysis of the situation, that they come up with a very sound risk assessment in connection with human rights, and with a sound due diligence process to address those issues as part of the organization of the World Cup. Based on that, we will analyze it. We will analyze it ourselves. We will analyze it with external experts, including the expert that I mentioned before that are part of the advisory board, some of them representatives of organizations here today. And
And then we will issue a recommendation. You must know that whatever a bidding nation writes into the bid book, irrespective of our requirements, that becomes part of the hosting agreement. So even if we say this is the requirement, if a federated, if a member association bids for a World Cup and offers this, then they're accountable to that. That becomes automatically part of the hosting agreement. And therefore, those elements that would be part of every bidding process will be will have to be implemented with the winner of the right to hosting the next World Cup. Herr Dirk, ich muss noch einmal einhaken an diese Frage. Habe ich vergessen, gleich, sehr gerne. Hat die FIFA nicht durch diesen Beschluss jetzt 48 Team World Cups, Weltmeisterschaften ab 2026, nicht manche Nationen einfach logistisch ausgeschlossen? To be honest, I don't know, because there is a the concept on how this World Cup will be organized or can be organized is not yet something that or the different models have not yet been defined. We still need the final approval of this decision of the 48 teams and which model will be utilized. Like we know how it will be played, but not. Not exactly, but more or less, yes. But the different models that can be applied in terms of a number of countries, stadiums, type of infrastructure needed, size of the stadiums, and so on, because there's a whole new group of nations that are coming to the World Cup. That's not yet something that has been defined. Okay. Yeah. Bitte. Da bräuchte noch einmal das Mikrofon hier vorne, oder ich komme zu Ihnen. I think there was a hand sign before. Oh, Entschuldigung, habe ich übersehen? Ja, und ja. Dann, ja, Entschuldigung. Bitte, dann, Sie haben das im Griff. Habe ich nicht gesehen. Hello, Christopher Gaffney from the University of Zurich. I lived in Brazil during the 7 years prior to the World Cup and the Olympics and saw firsthand some of the human rights violations going on for both those events. And I wanted to address the issue of that Ms. Marti brought up and to refer to the gesture that Mr. Adeki just did was this. And to point out the business model of FIFA is one of a monopoly rights holder that seeks monopoly rents around the world and that pays very little for the realization of those events. And so FIFA has a bidding war that countries always will outdo each other to do this. And so FIFA justifies their monopoly rents, the $2.5 billion in profits they took from Brazil, that is justified by FIFA's own mission in developing football, quote unquote, everywhere. And so this model is a self-referential model that takes money from host countries with the cooperation of construction firms, media firms, sports firms, and politicians in the local context. And so this business model in and of itself is inherently unsustainable. We still see this in Brazil, where we have even the Maracanã today is a white elephant stadium, one of the most famous stadiums in the world that underwent 1.6 billion reais in reforms for the World Cup, sits empty. And this is one of FIFA's sustainable stadiums, quote unquote. The same will happen in Russia, the same will happen in Qatar. So my question is, can this business model actually be challenged? It is an inherently unsustainable model. And so I admire the work you're trying to do in sustainability with something that's bound to fail because it is inherently broken in this way. And so would a possible solution be for FIFA to pay for all infrastructure in a host country, in those cities? So if FIFA wants FIFA standard stadiums, would FIFA not be obliged to pay for the hosting of their own event, which would therefore, by necessity, make FIFA more modest, make their contributions longer and potentially more sustainable in the long run. It was a long statement, so I was not expecting to have to respond to it. I think that you either I was didn't make myself clear enough or you misunderstood me, but when I made raising the standards, I was talking about human rights protection. So I don't think that you will be against that, and this is why I made this gesture. It's about increasing the requirements and the obligations of the host country to protect human rights. I'm not talking about money, right? But a lot of other people in FIFA are talking about money. 48 teams, 600 million more.
yeah, I think that we should then do another podium discussion to talk about those topics. I think we're talking about human rights here, and that's why the topic. But it's part of the game. It's part of the same game, right? About sustainability. Yes, there are different models that you can apply. That's certainly one of them. There are consequences to that needs to be considered. First of all, the responsibility of managing the stadiums afterwards. We are not owners of land nor facilities, nor can manage the stadiums of a World Cup after the World Cup event is over. So there needs to be, in any case, a responsibility towards managing those stadiums. And the moment you start investing more resources into one area, then you have to reduce it from another area. And therefore, the consequence to that would be that definitely football development worldwide, we have to suffer from fewer resources. So it's very, I think that we can always come up with simplistic solutions to very complex problems. We can be as well very realistic about making statements that that raise a concern about one element of a complex situation, but it is not so simple to solve, and there are always consequences to what you say. I'm not saying that's not a wrong model. There are models that are being discussed about FIFA being more involved in some of the responsibilities that today the local organizing committees have, or the state even have. But this is in connection, as I was saying before, with the 48 team World Cup that will come up as of 26. Wir haben, glaube ich, noch eine Frage im Publikum, beziehungsweise zwei. Thomas Wieler vom Deutschlandradio Kultur aus Berlin und vom Deutschlandfunk. Erstmal schön, in Ihrer Stadt Zürich zu sein. Ich habe diese Diskussion mit viel Interesse verfolgt. Ich habe eine zweigeteilte Frage an Herrn Adjeki. Und zwar so ein bisschen, wir haben ja viel gehört über die Pläne der FIFA in den nächsten Jahren, was man sich vorstellt, und das braucht Zeit, wie in vielen großen Unternehmen, das ist klar. Aber ich würde ganz gerne ein bisschen zum Innenleben von Ihnen was hören. Man hat sich ja überlegt, dass Frau Samura jetzt mehr die Funktion übernimmt des Regierens als Generalsekretärin und der Präsident, Herr Infantino, mehr repräsentieren soll, früher als Herr Blatter und beziehungsweise auch seine Vorgänger. Das ist das eine. Wie sieht es damit konkret aus? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Aussagen aus dem Bereich der FIFA. Und zum anderen würde ich gerne wissen, wie schwer es ist, für Sie sind ja schon sehr lange dabei, Sie kennen das Innenleben der FIFA schon seit vielen, vielen Jahren, gegen Widerstände von, sage ich mal, alten Gefolgsleuten von Herrn Blatter, die ja bestimmt immer noch da sein werden, vorzugehen. With all due respect, I think that this is not the topic for a discussion in this group. This is definitely not a topic for me to comment about. I came here as an invitation from Solidar Suisse and Telvizom to talk about the human rights work that FIFA is doing, the sustainability work that we're doing, and the questions that you just asked have nothing to do with the topic. So allow me, in the interest of the rest of the audience, not to answer those questions. Okay. Bitte, noch eine Frage. Mein Name ist Marianne Meyer. Ich arbeite für Telvizom für die Kampagne Children Win, Changing the Game of Mega Sporting Events. Und ich möchte das Wort Schadensbegrenzung wieder aufnehmen. Sie haben gesagt, Russland und Katar, die Verträge sind unterschrieben, es ist Geschichte, jetzt muss man wirklich eine Art Schadensbegrenzung vornehmen, weil die FIFA-Statuten, die gibt es, die Menschenrechte sind drin, Themen wie zum Beispiel sexuelle Orientierung ist explizit drin. Und doch in Katar und in Russland sind zum Beispiel Homosexualität sind Strafrechtsbestände in beiden Ländern. Und ich frage mich einfach, wie wird das dann konkret umgesetzt? Das ist ja in diesen FIFA-Statuten, in Ihren Statuten. Wie wird das ganz konkret, könnten Sie, ich denke auch, das würde der Glaubwürdigkeit auch einfach förderlich sein, wenn Sie sagen, konkret zum Beispiel unsere Person in Doha, unsere Person in Moskau, die Sie vorhin erwähnt haben, was tun die diesbezüglich zur Umsetzung der Statuten in diesen zwei Ländern? Oder sagt man einfach, ja, wir können nichts tun bis 2022 und dann schauen wir 26? Also wie muss man sich das vorstellen? There is, first of all, we must say that the World Cup in Russia has already started. Yeah? We have a process which is the qualifiers for the World Cup, which are the World Cup already, and there's the final tournament, which is the event we're talking about in 2018. So we have started very concretely dealing with the fight against discrimination in connection with the qualifiers, and there's not just Russia which is involved, but all countries participating at the World Cup. There's a very concrete and specific monitoring system in place so that we raise
first of all, the capacity of people involved in the organization of matches at the national level and at all qualifiers of the FIFA World Cup. And we monitor expressions of discrimination in the entire qualification phase. There's a risk assessment which is done. We have observers which are experts in discrimination matters that are sent to the stadiums where these matches are taking place. And there's a problem that we had in the past was one of not having enough evidence of cases of discrimination, many cases as well of homophobia in many countries that didn't allow us to take concrete measures, in this case sanctions against those who have perpetrated those incidents. Now we have the system in place, the system you might have seen that has already contributed to identifying various cases of homophobia in football, especially in South America and in Central America, and that has started with a very strong discussion and debate about discrimination, homophobia in those countries that have been sanctioned by FIFA in connection with the system. The same will be applied at the FIFA World Cup final tournament. The same system and mechanisms will be there, you know, to avoid definitely that anything happens in the stadiums. And if it happens, that is a very quick reaction and strong reaction against the case of discrimination. The situation in Qatar and in Russia and the laws that you make reference to will not, and this is a condition of FIFA, and this is definitely responsibility of the host countries and the commitment of the host country, will not affect the ability of anyone, irrespective of their sexual orientation, to visit, attend, and enjoy the FIFA World Cups in Russia and Qatar. And we are very much, and you asked me about what are you doing, how this practically works. We work with local lawyers, we exchange with them on a permanent basis. We're finding sensitive ways of making sure that while there are certain laws in the country, this will not affect the possibility for anyone. It's actually the same as it is today, but even more so during the World Cup. Anyone, irrespective of their sexual orientation or origin, to attend these events and enjoy them as they should. Ja, Frage beantwortet, ausführlich beantwortet, Herr Adjeki, vielen Dank dafür. Ich glaube, es waren keine Fragen mehr. Ja, Frau Marti, jetzt haben wir 90, fast 100 Minuten. Hat sich Ihr Vertrauen in die FIFA vergrößert in der Zeit? Wie gesagt, ich nehme Herrn Adjeki seine Überzeugung ab. Ich glaube, das ist ein persönliches Engagement. Aber ich glaube, es reicht nicht, um das aufzunehmen, was gesagt worden ist, dass man Schadensbegrenzung macht oder dass man sagt, man ist nicht die Schlimme, es gibt Schlimmere oder so, sondern es muss wirklich das Ziel sein der FIFA, eigentlich die Besten zu sein, die Besten punkto Nachhaltigkeit, punkto Menschenrechte. Und das heißt auch, dass man Spiele macht, die dem Land wirklich etwas bringen und der Bevölkerung wirklich etwas bringen, auch nachhaltig gesehen. Und ich glaube, und das hat Herr Adjeki immer sehr elegant vermieden, ich glaube aber, das hat auch einen Zusammenhang mit wie die Organisation selbst funktioniert, das hat auch einen Zusammenhang mit der Betriebskultur, mit der Transparenz, mit der Governance innerhalb der FIFA selber. Und ich glaube, da muss die FIFA genauso den Ehrgeiz haben, wirklich die Besten zu sein und wirklich die Zustände zu verändern. Herr Kunze, Sie sind der Experte hier am Tisch, was die Leitlinien der OECD angeht, wo vieles drinsteht. Herr Adjeki hat sehr viel erzählt, was getan wird. Glauben Sie, dass die FIFA das Vermögen hat, als Leuchtturm da voranzugehen, was diese Leitlinien angeht? Ich weiß, Sie sind limitiert, aber Sie haben ja Erfahrung in Nachhaltigkeit. Ist klar, also eben, wie gesagt, also ich durfte jetzt ein bisschen die Entwicklungen ansehen und ich denke, es gibt, wenn ich das vergleiche mit, vor allem mit privaten, also normalen Unternehmen, also
klassischen Unternehmen zu tun, wenn ich das so nennen darf. Und ich meine, da hat sich jetzt extrem viel bewegt, das kann man wirklich sagen. Also ich meine, es war sehr viel Druck da auch, der öffentliche Druck. Und ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf von einem privaten Unternehmen, das sich so schnell bewegt hat. Das kann ich vielleicht dazu sagen. Das hört man noch gern, Herr Adjeki. Was wünschen Sie sich als Erbe der Weltmeisterschaften Russland und Katar? That the statement or the quote that you used to introduce me becomes more and more a reality. I'm a firm believer that without a sustainable, without the integration of sustainability in everything we do, as individuals, as organizations, as countries, as nations, there is no future. And therefore, the future of the World Cup, the success of the World Cup, the success of the organization FIFA, the success of sport, the success of countries, will very much depend on how seriously we tackle our responsibility towards society, towards our economy, towards our planet. And definitely, I wish that the understanding of sustainability, just to an anecdote, the word sustainability, there's no translation for the word sustainability to Russian. So just to give you an idea of what the challenges are when you start talking about that, and then whoever is the interpreter trying to explain what you're talking about needs three or four words to explain what sustainability means. But we very much believe that the World Cup can have this positive and positive catalyst effect in order to address and advance the agenda of sustainability in the world of sports, within the world of football, but also in other sports organizations. It is, I guess, because you're watching, so looking so much at the watch, this is the last statement, so I will, if you may, I would like to make a proposal here. Of course, I understand that there's a lot of doubts, and we believe what he is saying, but actually no, it cannot be true, and he is passionate about it, but no, the other gentleman says what you're trying to do. I'm trying to do a lot of things, but we're doing a lot of things as well. It's not just trying. So there's a lot which is going on, but yeah, is it really true? Is it shine or the sign? This question will stay in the air and will probably accompany us in the next decades, but. We had a very interesting discussion recently with Ignacio Packer from Teldezone. And we're talking about the role of civil society, and I understand, I've been part as well, I'm part of civil society, I belong to a party, I put pressure on organizations similar to FIFA as a citizen. But there's a role that different civil society organizations have to play. There are some of them that have to be very strong and never believe FIFA, and I think it is good so. Never believe anyone and push for us to be 300% better than what we are today. And when we get there, then you have to push us to get 1,000% more. There's other civil society organizations that have taken more constructive approach and then listen to us. But yeah, and it's been the case, I must say, of Solidar Suisse. We've met many times with Solidar Suisse, explained there's always this campaign about FIFA sustainability code, and we explained everything what you expect from us in that sustainability code we're already doing since a long time, but still the campaign is there, and it's okay that it's still there. There's other civil society organizations that are even more constructive, and they say, well, perhaps how can we help you? How can we be critical about what you do, but at the same time support you in what you're doing? And the interesting discussion I had with Ignacio Packer was that he said, what is civil society, what we are all as individuals trying to achieve with all this? We want to, in the specific case of human rights, push the human rights agenda forward. We want people to be better treated. We want fewer abuses around the world. And what is the best that we can do in the world of sports to push that agenda, irrespective of FIFA? Yeah, you can still hate FIFA, but what is, we have in mind what we want to do for people, and then perhaps, if we want to push the agenda, sometimes it is better, instead of only saying everything that FIFA does is wrong, everything that FIFA does cannot be believed, then perhaps using that as an example to others who are not doing, not even a fraction of what we're doing, in order to push them as well to follow us. Still keep the pressure, yeah? Still keep on pressuring us, I like that. But perhaps the approach should be at some point of saying, actually, it is good that there's something going on in sustainability, because that helps me internally,
to say, well, actually, everything we're doing is not for nothing. People are criticizing us all the time. It's as if we do nothing. And there might be, also in the world of sports, a view of, okay, if FIFA is doing all that, and they are far ahead in the game, and they're still being criticized as doing nothing, why should we do something about it? So perhaps the approach, and this is a bit provocative, and it's something we discussed with Ignacio, where he said, yeah, perhaps some of our organizations should start doing that, saying, recognizing the good things that are going on, because there are good examples to be followed, still criticizing the bad ones, but perhaps as an approach that as a closing remark, I would leave in the room for us to think about for the future. Mm-hmm. Thank you, Mr. Adjeki. Herr Schappele, wir haben viel gehört über Verantwortung, wann man sie hat. Werden wir, und wir haben viele schöne Worte gehört auch, denen wir auch glauben, aber ist die nächste WM-Vergabe erst der erste richtige Indikator, wenn wir, ob wir sagen können, ja, es geht in die richtige Richtung? I think so, yes, because we are at the end of a cycle to answer the comments we had. Decisions which were made in the past are really bad, and we have to live with them until 2022. And after that, maybe from 2026, it will be better. But the decision for 2026 will be taken in 2020 or 2019. So we still have to live with all these decisions which were taken in the past. So there is hope for the future. But for the moment, we have to live with all this crap. Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich möchte natürlich noch die Damen auf die Bühne bitten, die für den Druck zuständig sind, der auf Herrn Adjeki und die FIFA gemacht wird. Fabienne Wiedmer von Solidar Swiss und Andrea Zellhuber von Terre des Hommes. Ja, vielen Dank an Sie alle für die spannende Diskussion und vielen Dank auch ans Publikum, dass Sie mit uns in die Verlängerung gegangen sind. Wir sparen uns jetzt das Elfmeterschießen. Das ist dann beim Apero. Das Spannendste. Das wäre jetzt das Spannendste, aber das in dem nächsten Event dann, das Elfmeterschießen. Ja, für uns waren sehr viele, sehr spannende Elemente dabei. Ich denke, für mich persönlich war jetzt so am Anfang das Anfangsvotum für Downsizing der großen Sportevents, Small is Beautiful, finde ich eine gute Message. Und auch, wir haben viel gelernt, wie wichtig die vielen verschiedenen Akteure sind, auch um Nachhaltigkeit und Wahrung von Menschenrechten zu garantieren. Und das ist genau dort, sehen wir unsere Rolle. Wir sehen uns als zivilgesellschaftliche Organisationen in dieser Rolle auch als Watchdog weiter aktiv zu sein. Wir werden jetzt auch in den nächsten Jahren und Monaten weiter unsere Arbeit tun und auch sehr genau beobachten, ob bei der Austragung der Weltmeisterschaften in Russland und Katar wirklich die Schadensbegrenzung funktioniert. Und besonders entscheidend ist für uns natürlich auch der Moment jetzt im Mai voraussichtlich, wenn die Bewerbungsverfahren ausgeschrieben werden. Denn das ist sicherlich ein entscheidender Punkt, an dem er sehen wird, ob die Worte, die wir heute gehört haben, auch in die Tat umgesetzt werden in den Ausschreibungsverfahren. Also Herr Adjeki, Sie können sicher sein, wir werden Sie auch beim Wort nehmen. Wir haben sehr viele spannende Dinge gehört und können uns dann auch auf die Diskussion heute beziehen. Ja, also wie schon gesagt, und das wurde jetzt auch häufig angesprochen in der Diskussion, ist wirklich diese Ausschreibung für die WM 2026 der entscheidende Prüfstein, ob die Bekenntnisse zur Einhaltung der Menschenrechte sich in konkreten Kriterien und Anforderungen im Auswahlverfahren niederschlagen und ob und wie Kontrollmaßnahmen und Sanktionsmechanismen, darauf reiten wir bei Solidar Swiss immer gerne rum, aufgenommen werden in die Verträge mit den Austragungsländern. Ja, und wir werden sicher auch in Zukunft den Dialog mit Ihnen allen weiter vertieft führen und können an diesem Event heute auch sicherlich anknüpfen und hoffen auch, dass wir mit Ihnen allen weiter im Gespräch und in Kontakt bleiben können, um eben genau diese Themen weiter zu verfolgen, die heute sicher nicht zu Ende diskutiert werden können. Und haben jetzt gleich im Anschluss die Gelegenheit, noch weiter zu plaudern, zu diskutieren bei einem schönen Apero, zu dem wir Sie alle herzlich einladen. Ja, zum Schluss bedanke ich mich sehr herzlich für die Diskussion, für die engagierten Beiträge. Das war sehr, sehr schön zuzuschauen und zuzuhören. Und allen anderen Beteiligten, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, möchten wir ebenfalls danken an dieser Stelle. Und ein besonderer Dank gilt den zwei Dolmetschern
für Ihre kompetente Arbeit. Wir freuen